Neuer Part, neues Glück hier bei Heyday. Mal sehen, was unsere Farm so macht. Sie blüht und gedeiht hoffentlich. Und wir sehen schon, alles ist fertig gewachsen. Schon mal. Also sehr gut, unsere Apfelbäume sind noch nicht fertig. Ja, sammeln wir erstmal ein hier. Damit wir auch ein paar Aufgaben erledigen können. Oh, Glücksrad. Speck und Eier. So, jetzt kriegen wir auch hier diese Gedankesbriefe, die wir aktiviert haben. Zwei Stück. Ein? Achso, ja, vom selben. Ah ja, man kriegt vom selben höchstens ein. Soweit ich das noch weiß. Was ist das? Ja. Brauche ich zweimal Milch für? Ja, der LKW ist im Moment noch begehrt. Bald wird er weniger begehrt sein, weil dann wird das Schiff mehr so in den Vordergrund rücken. Aber dann wird man trotzdem noch LKW-Aufgaben machen. Was brauche ich denn überhaupt für Futter? Fahr du schon mal weiter. Nee, du nicht. Ach komm, mach mal weg. Nimm mal lieber ein neues für. Wir müssen irgendwie an Geld kommen. Das geht am besten, wenn wir Weizen farmen. Ah, hätte ich auch lassen können, die zwei Äpfel. Okay, ich brauche auf jeden Fall wieder Hühnerfutter. Sieben. Okay, mache ich zwei davon. Und Kuhfutter. Kuhfutter kann ich ja gleich noch beim anderen machen. Auch Kürbiskuchen. Aber wie sieht's denn aus hier? Heute Karotten. So ein paar. Ein paar Karotten. Greggy! Was gibt's, mein Freund? Okay, Schweinefutter brauche ich nicht. Das hätte ich zumindest nicht gebraucht. Ich hätte zuerst nach Greg gehen sollen. Shit. Shitte. Ich glaube, ich kann was verbessern. Ich habe dreimal Klebeband, sehe ich gerade. Ja, ich könnte die. Ja, komm. Verbessern wir die Scheune. Oh. Unser Silo. Nice. Und wir können uns eine Kuh kaufen. Sehe ich auch gerade. Friss Kuhfutter Kuh. Wir fahren jetzt Weizen, damit wir auch diese Spezialgegenstände bekommen. Gucken wir mal, ob hier so ein Schnäppchen drin ist. Standard Weizen halt. Da Mais.
Und Klebeband. Und Speck und Eier. Boah, ist ja alles Schnäppchen. Können wir merken, 3 Popcorn. 3 Eier. So, das 9, 12, da kriege ich 6, habe ich 13. Von Schweinefutter habe ich dann genug. Ja, ich kriege auch noch die 5 von Greg. Okay, Schweinefutter habe ich erstmal genug. Hat er hier irgendwas? Eine Kiste. Da ist eine Kiste. Aber wisst ihr was? Ich nehme mal eben kurz ein paar Freunde auf jetzt. Ja, genau, so ging das. Einfach ein paar zur Freundeliste hinzufügen, ist egal. Kann man nachher wieder rauswerfen. Nur damit ich mehr ein Verkaufsding hab. Weiß gar nicht, wie viel maximal gehen. Werden wir gleich sehen, wenn es irgendwann nicht mehr geht. Okay. So, jetzt haben wir auch mehr Plätze. So, dreimal Popcorn, einmal Klebeband. Ah, obwohl das Klebeband können wir behalten. Das war noch 10-mal Mais, richtig? So. Ah, jetzt können wir auch mal produzieren, so. Tja, was brauche ich denn? Weißer oder braunen Zucker? Braun. So, was ich mache, noch einen Platz hin. Kann ich von beiden 2 machen. Mal braucht man hier die Plätze, aber ich habe im Moment halt noch kein... noch nicht so viel Milch. Deswegen. Ja. So. Und hat er einen Sticker da drauf? Sehe ich jetzt erst. Cool. Ich bin schon so lange und habe noch nie einen Sticker gesehen.
ein bisschen was anderes pflanzen. Wir sehen, Indigo braucht man nicht so oft. Dann gucken wir noch mal, ob es Schnäppchen gibt. Da. Mais, Schnäppchen. Aber wenn man keinen Platz. Ein bisschen ärgerlich. Ah, ist gerade verkauft worden. Cool. Oh, jawohl, nice. Ich glaube, das mit dem Mais behalte ich. Nur die 20 wieder reinkriegen. Okay, 7. Muss ich 3 Stück verkaufen. Zehn Äpfel für 110. Ach so. Aber mit Äpfel kann man auch Geld verdienen, eigentlich. Vielleicht sollte ich mehr bauen. Ah, erstmal lassen, vielleicht. Ich habe 2 TNT-Fässer. Oben war ein Stein. Ist hier einer? Ja. Mal aufräumen hier. Das ist wie ein Saustall. Übrigens einen Bug gefunden. Den hatte ich ja schon mal im Part gezeigt. Also wie gesagt, Fischerboot ab Level 24, ab Level 27. Man kann da nicht hin. Und Start ab Level 34. So, aber gehen wir jetzt zum anderen. Sagen, wir wollen in die Stadt. Geht's nicht. Aber gehen wir jetzt zum Schiff. Können wir uns einen Fischteich angucken. Also das finde ich ist ein Bug. Ja, und hier seht ihr, also das ist hier diese Angelproduktion. Da kann man Haken produzieren. Hier ist das Fischbuch für alle gesammelten Fische, die man schon mal gesammelt hat. Also sein Fischbuch ist das im Moment. Dann ist hier die Netzproduktion. Da kann man Fischernetze, so Spezialnetze für 5 Diamanten. Dann kann man noch Hummerfallen und Entenfallen produzieren hier. Das sind so, ja, so größere Fallen quasi. Und das sind hier die Haken zum Angeln. Okay. Hier werden die Hummer gesammelt. Das heißt, wenn man Hummer fängt, muss der erst hier rein für 6 Stunden, dann ist er fertig. Und das gleiche ist hier. Hier ist die Enten Sammelstelle. Die dauern 1 Stunde, glaube ich, wenn die hier drin sind. Wenn man die hier reinwirft in den Teich, dauert es 1 Stunde, bis man eine Ente gefangen hat und 1 Stunde, bis sie hier fertig ist. Beim Hummer ist das 6 Stunden und 6 Stunden. Ja, kurze Erklärung dazu, weil. Dann wisst ihr das schon mal. Zu viele Kürbisdinger.
Gut, dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Obwohl. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, die Erklärung. Denn wenn wir auf den guten Account umsteigen, dann. Oh, jetzt gibt es schon Levelgrenzen, habt ihr gesehen? Oh, und fürs nächste Level kriegen wir Waschbotti. Was ist das für. Achso, Dekoration, okay. Schaf, Schafstall, Wolle, Schaffutter und Butterpopcorn. Kriegen wir das nächste. Ich glaube, ich warte mal, bis alles fertig ist hier. Ich könnte mal eben noch nach Schnäppchen suchen. Das ist echt das Wichtigste überhaupt, nach Schnäppchen zu suchen, weil. Da, Kürbis. So kommt man am besten ans Geld. Ah, schon weg. Manche, die wollen einfach nur Platz haben, so wie, ja, ich nehme mal mein Beispiel, weil ich halt nichts verkaufen muss bei mir. Ich verkaufe einfach alles, ist scheißegal eigentlich mir. Ob ich es jetzt für, keine Ahnung, für. Ja, Weizen verkaufe ich zum Beispiel auch mal für eins oder so. Ich habe keinen Bock auf den Regler nach oben zu schieben. Ah, Silos. Na super. Die können wir verkaufen für 101 oder so. Achso. Und die Karotten wollte ich noch haben, aber da war ich zu langsam für. Der ist auch billig. Ja, der ist auch billig. Mache ich noch was damit? Habe jetzt vielleicht ein bisschen Minus gemacht, aber. Okay, 6, dann habe ich 15, 7, ne, 18 drin. Bin ich bei 7. Hier kommt noch eins, dann bin ich auch weit oben. Das heißt, ich mache Hühnerfutter. Ja, okay, dann warte ich mal, bis hier so einiges fertig ist. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Einiges passiert hier. Ich starte, Heyday Mark. Sonst mal direkt mal ein bisschen Zuckerrohr. Erstmal wieder alles einsammeln. Wie sieht's aus hier? Persönliches Ereignis, cool. Maisbrot, Kürbis, wo haben wir hier? Oh, es gibt viel, das müssen wir behalten. Machen wir mal weg, das können wir auch behalten. Oh, behalten wir auch. So, machen wir mal Pfannkuchen jetzt. Schon braunen Zucker gemacht. Nö. Dann machen wir den jetzt. Und Popcorn. Ach, was Popcorn.
Sojabohnen. Sojabohnen. Es wird dann, bevor man weiß, was man produzieren muss. Okay, davon haben wir 10 noch. Einmal kann ich auf jeden Fall machen. Und zweimal. So. Gucken wir mal eben nach Schnäppchens. Oh, 6 Bretter, was? 6 Bretter für 1? Boah, das war richtig geil gewesen. Ah, da war 10-mal Zucker auf 65, ist auch ein Schnäppchen. Alle Schnäppchen sind schon weg. Das ist unfair. Dann kaufen wir uns davon 2. Eins behalte ich. Ist zwar nur 26 plus, aber was soll's. Besser als nichts. Möchte ich aber noch ein größeres Schnäppchen machen. Irgendeins zum Abschluss des Parts. Ja, Mais für 48 eben wäre auch ein Schnäppchen gewesen, aber wir haben noch einen Platz und damit hier ein größeres Schnäppchen haben. Der scheint meist für 72 einfach nur zu verkaufen. Ganz schön viele Plätze. Mais war da wieder ein Schnäppchen. Ja. Dann nehmen wir Mais. Nein! Ah. Scheiße. Na gut, dann müssen wir uns damit halt zufrieden geben. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.